Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. My Friendly Neighbors, Spielladen, da wollen wir nicht hin, das ist unser letzter Stand, 4 Stunden 39, ich weiß gar nicht, wie lang das allgemein ist. Wollen wir ein bisschen weiterspielen. Ne? Morgen, schon mal als Vorwarnung, könnte es sein, wenn ich nicht gerade zu groggy bin, dass wir uns dann wieder in Expanse, oder Expanse, heißt Expanse eigentlich nicht Expanse, ne? Wie spricht man es richtig aus, Expanse oder Expanse? So. Amerikanisch? Britisch? Gute Frage. Heilen 8? Okay. Was sagt denn unser Inventar? Inventar sagt, es ist alles schicki. Was sagt die Karte? Denn ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Ah, das wird. Was ist nächste Woche Mittwoch? Achso, wegen dem neuen Fahrer, ne? Ich drück die Daumen. So, wir haben... Set Storage. War wir da nicht schon drin? Doch, da waren wir doch drin, ne? So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind, hier sind wir. Wir haben hier einen neuen Raum. Möglicherweise. Der ist zumindest frei. Das heißt, wir könnten jetzt hier durch... Ah, warte mal, wir haben doch einen... Quatsch, da. Wir haben den Dreieckschlüssel bekommen beim letzten Mal und damit sind jetzt die Dreiecktüren dran. Genau, wir wollten nämlich da hoch. Da hoch wollten wir. Ich gehe aber erstmal kurz hier nach unten raus und hier rein. Ich weiß nicht, was uns hier begleitet. Voll gespeichert hier an der Stelle. Genau. Wir sind alle freundlich. Was sind denn Dumplings? Jetzt musste mal... Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft. In letzter Zeit hat die Stadt einen wirtschaftlichen Abschwung zu verzeichnen, der auf eine Reihe neuer Konzerne und ihre aggressive Unternehmenspolitik zurückzuführen ist. Ihr seht den nicht. Guck mal, hier ist das eiskalte Händchen wieder zurück. Die den Profit über das Wohl der Verbraucher stellt. Einer dieser Konzerne, Nebuzaradan und Co., erwirbt in rasendem Tempo Immobilien, was in vielen Fällen zur Zwangsräumung der bisherigen Mieter führt. Das Programm zielt darauf ab, die Stadt in eine Gemeinde umzugestalten, die den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zugutekommt. Abend, Wupperwoman. Willkommen. Man kann kein Omelett machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen, sagte Ronald Reichbauch, Geschäftsführer von Nebuzaradan, kürzlich in einem Interview. Auch wenn es für manche schmerzhaft sein mag, wir erschaffen hier eine Stadt, die zukunftsfähig ist. Asiatische Teigtaschen auch als Goyu. Muss ich mal gucken. Okay, super. Nein, wir haben noch nicht alles entdeckt hier. Ach ja, wir konnten die Buddel hier, den Filmentwickler, noch nicht mitnehmen. Das ist eines der Ressorts. Stimmt, wir waren an diesem... Wir müssen irgendein Sprühzeugs machen, ne? Genau, jetzt haben wir aber... Auch nicht. Wir haben hier nicht alles? Hatten wir nicht noch einen Film bekommen? Doch, wir... Haben wir die schon abgegeben? Oh. So, macht euch bereit, wir müssen gleich abdrücken. I'm a friend. Oh. So viel dazu. Und wir haben keinen Platz mehr in unserer Toolbox. So. Genau, die war irgendwie voll. Wie weit ist es denn eigentlich? Das Problem, wir brauchen Platz. Zurück kommen wir nur über den Fahrstuhl hier, ne? Ah, das ist ärgerlich. Ah, ein Dudelnox. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Drei Patronen, eine Patrone, drei Patronen. Lass mich raten, nicht stackable. Sah ich doch. Aber warte mal, wir haben hier vier Marken und hier haben wir vier Marken. Können wir die nicht stacken? Nee.
auch nicht. Aber einen Slot haben wir hier noch frei. Okay. Ah, Wandern sind lecker. So, auf geht's. Wir müssen nach oben jetzt raus. Schießen uns dann durch hier. So. Danke, Flo. Was? Da sind zwei Slots frei? Hör auf. Tatsache. Ach, den habe ich schon eingesagt. Okay. Ach, guck mal, wir sind jetzt endlich da angekommen. Na, immerhin. Ihhh, wie sieht das hier aus? Ich habe Kacke auf dem Boden. Haha, haha, guck mal, schon mal gleich wieder Platz frei. Super. Just clam up and start hitting everything with a wrench. That won't fix anything. Good. Well, I'm going now. Oh, alles sauber. Gordon hat Ray geholfen. Cool. Ich find's cool, dass weitestgehend die Puppen halt wirklich Puppen bleiben, bis auf die, die Füße haben, ne? Oh, jawohl. Nein. Noch irgendwas anderes hier? Nee. So, wo steht er rum? Ach, immer am Eingang. So, lass uns mal gucken. Wir haben das jetzt erledigt. Das heißt, wir haben überall Wasser. Aber der Weg ist immer noch blockiert. Oder ist das wirklich blockiert? Lasst uns mal hier hinten rausgehen und gucken. Eieieiei. Ach, der Taxifahrer. So, den machen wir mal zu hier. Wir müssen... Ah, das ist schon richtig. Obwohl, nee, wir mussten das Wasser so oder so aktivieren, ne? So, zu unserer Linken. Wenn ich schnell bin... Puh.
nein. Haben wir schon Hundefutter? Hier war ja auch noch was. Oh, ich will die Hunde nicht. Aber die kommen ja immer wieder, ne? Oh Gott. Die können bloß temporär aufgehalten werden. Oh. Oh oh. Shit. Ist alles gut? Haben wir das Hundefutter schon gehabt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, 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 alles gut, bleib stehen. Mist. Wo sind wir? Ah, ja, stimmt. Safe Point. Ich versuch mal, dass wir unser... die Filmrolle zurückkriegen. Oh, nicht doch ein Hund. Wir müssen... egal wie, Hauptsache. Bin ich falsch gelaufen? Nee, alles gut. Ich hoffe, ich komme raus hier. Ja. Sind Hunde jetzt auch hier draußen? Nee, ne? So, der grüne Schlüssel kann immer noch verwendet werden. Wo müssen wir denn rein? Büros. Genau, wir müssen in die Büros. Wie kommen wir denn da noch mal hin? Über die Street Entrance. Warte mal. Büros. Das ist der Garten-Außenbereich. Hier, okay. Nee, da ist nix. Aber die Hunde sind echt los hier, ne? Guck mal. Shit. Ach, nicht mit dem. Ich muss da drüben hin. Wir können uns an ihm vorbeischleichen. Oh! Schnell weg. Schleichen, ja. Habe ich ja versucht. Apropos versucht. Oh, hier haben wir uns so lange aufgehalten. Ich muss in den Kurs. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh, Jeppy! Kann nur einer sein. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie wir da hinkommen. Treppe hoch, West Office. Okay. Treppe hoch. Tun die so scheinheilig. Hab's genau gesehen. What? Warum?
7. Ich fahr auf, ich hab Urlaub. 12. Trauen. 7, 12, 4. Merkt sich das. Wir gucken nochmal. Links 7. 12 rechts. 4 links. 7, 12, 4. Ich hab nichts zu schreiben. So. Oh. Was noch? 7 links. 12 rechts. 4 links. Wo war denn der Safe jetzt? Der war oben, ne? Ich stell mal ein anderes Ding hier. So. Dankeschön. Ja, das heißt, das war hier oben beim CEO, ne? Wir müssen also erstmal wieder runter. Am besten hier hinten durch die Hallway auf der rechten Seite lang. Da lang. Danke. Sleeping can be the best part of your day. I always start by getting ready for bed. First, I get my PJs on so I can be warm and comfy. Sponges in the world. Next, I go to the bathroom. Sponges? Ja, durch und dann hoch. Hier müsste eine jetzt so stehen gleich. Irgendwo. Da nicht mehr. So, dann geht's hier nach oben. Und dann kommen wir hier durch in den Bereich. Nee, komm mal nicht. Doch, in die Abkürzung. Die wir schon freigeschaltet haben. Brauchen wir nicht mehr nicht mit. Oh, wir können die Tür jetzt auch aufmachen. Sorry, ich muss kurz gucken. Hier waren wir doch schon. Nee, waren wir nicht. Konferenzraum. Ich glaube, wir müssen irgendwas einschalten. Ein Secret, was wir noch nicht benutzen können. Aber hier ist noch mehr. Was steht denn da drauf? Kritzelkratzel. Irgendwo muss noch was sein. Da ist ein Apfel. Aber wo? Jemand was gesehen? Ah! Na schön, Schrank auch. Hinpacken, aber der Schlüssel ist noch nicht erledigt. Warte mal. Die sind alle erledigt, okay. Wo ist das Safe? Achso. Bist du halt noch ins Office vom Chef. Wo war der Safe?
fest, wo das Safe stand. Jetzt mal im Ernst, wo war denn der Safe? Wahrscheinlich da, ne? Ich komm doch von da. Nein. Okay. So viel dazu. Wir stehen, glaube ich, da. Rum, eine Etage hoch, links. Okay. Das sowieso, immer. Ah, das gehört zum Programm. Nee, nach unten. So, sie müsste weg sein. Und dann... Ach, guck mal, rechts kommen wir auch noch. Wir haben jetzt den Schlüssel. Down. Down. Genau. Marktumfrage von MFN Studios. In den letzten Jahren ist die Zahl der Fernsehzuschauer in die Höhe gestellt. Das Fernsehprogramm hat sich vervielfältigt und diversifiziert, da die Sender versuchen, aus dem schnell wachsenden Publikum Kapital zu schlagen. Neue Lieblingssendungen wie Tatort Stadt und Drama des Tages erfreuen sich immer größter Beliebtheit, da die Kinder der Kriegsgeneration, die langsam das Erwachsenenalter erreichen. Was ist das denn? Ah, okay. Die Fernsehgewohnheiten ihrer Eltern übernehmen. Gleichzeitig sind die Einschaltquoten von Meine freundliche Nachbarschaft stark gesunken. Umfragen zeigen zwar, dass die Sendung bei den unter 6-Jährigen so beliebt ist wie eh und je. Die jüngere Elterngeneration jedoch hat immer weniger Interesse daran, sie ihren Kindern zu zeigen und bevorzugt stattdessen Mainstream-Sendungen wie Chaos bei den Dinos. Das hat die Rundfunkgruppe des Stadtsenders dazu veranlasst, Druck auf die MFN-Studios auszuüben, damit sie die Grundprinzipien der Serie überdenken. Das Gegenstück fehlt aber noch. Von was? Namt Atalatara. Das ist, glaube ich, ein riesiger Raum, ne? Ah, guck mal, eine Trompetenrote. Ja, sehr gut. Halt. Kann man nicht spielen? Schade. Bom. Ups. Ah. Trompetenpolitur. Ist das nicht Nummer 2? Warte mal, F war das, ne? Genau. Wo waren das? In Garten. Lumamix. Trompetenpolitur. Wir brauchen bloß da Unkraut aus. Ist doch fast alles erledigt hier. Das heißt, erledigt hier. Wir kommen da nicht durch. Tatsache, ist noch versperrt. Also müssen wir den großen Umweg laufen. Raus und wieder rein. I learned my numbers when I was a kid. Here, let me show you how I learned.
Hold your hands up in the air. I'm afraid. We go. Whoa, 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 whoa. Yeah. Music? Music! Oh, I love it so much. You've never heard music before? You've never heard a trombone sifting across the evil air? You've never heard a violin? Was habe ich denn übersehen? Ey Leute, wer hat den Safe weggeschafft? Wo ist der verdammte Safe? Toll, danke schön. Was ist das andere Ding? Hilf mir mal mit Ding. Wo ist der Safe? Das muss in den Büros sein, ne? Sonst gucke ich nach. Ich will wissen, bevor ich jetzt hier tausendmal rumlaufe. Wo ist der Safe? Gucken wir mal. My friendly neighbors safe. Wo ist der Safe? Mit dem Fahrstuhl runter. Aber wo fahre ich denn mit dem Fahrstuhl runter? Mit welchem? Meinst du in der Kanalisation? Vorm Garten. Your bestest friend. You can just bring a friend. All I need is a friend. Also in die Kanalisation. Aber hier ist doch nichts. Hältst du hier? Ich guck ganz kurz. Kleinen Moment. Genau, hier. Wir hatten ja letztes Mal schon mal einen genommen. Front Key. Das haben wir erledigt, ne? Genau. So, wupp, wupp, wupp. Public Park Guide. So, gucken wir mal. Garden Map, Greenhouse, Triangle Key, Battery haben wir, Elevator haben wir, Film Developer, Trumpet Polish haben wir, Playground Key. Den brauchen wir, glaube ich, noch. Puzzle Get the Weed Killer, Gem Solvent. Ja, aber wo ist, ach, das ist eine Secret Stage. Get the Safe Code haben wir. Wo ist der Safe? Warte. Hier ist er drin. Aber da sagen sie. Mal was riskieren? Was soll das sein? Secret Stage. Okay. Also wir müssen hier hin. Stage 4. Das heißt, im Außenbereich ist das hier. Wir müssen dann hier rüberlaufen und hier drüben rein. So, was müssen wir hier drinnen noch machen? Lass mich mal kurz hier nochmal gucken. Was haben wir hier noch vor uns? Das ist soweit erledigt. Wir haben hier, glaube ich, gar nichts weiter. Also wir könnten so oder so den Raum verlassen. Wir stehen, glaube ich, hier auch am Eingang. Ja. Nein. Ah, auf der anderen Seite. Ja, da komme ich ja gar nicht durch. Weil die Tür blockiert ist, genau, da kommen wir nicht durch.
müssen aufpassen, hier steht irgendeiner rum, ne? Ach, die sind ja auch wieder da. Oh, I love it so much. You've never heard music before? You've never heard a trombone sifting across the evening air? You've never heard a violin wafting from the... Welcome, welcome, welcome. Oh, whoa, whoa, yeah. Meine Fresse. Ich hätte auch einfach wegrennen können. Was aber schade ist, Munition ist echt knapp, ja. Man muss sie wirklich hausieren. So, dann gehen wir auf die andere Straßenseite. Dann können wir wieder zurück in den Garten gehen. Theoretisch. Wir müssen da irgendwo noch was machen, glaube ich. Ach, der Eingang ist noch da blockiert. Sehe ich gerade. Toll. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Es lohnt sich, glaube ich, hinzugehen. Wir kommen. Wo kommen wir denn am besten hier rein? Hier ist der Eingang. Und dann gehen wir rum, da können wir nochmal speichern. Warum sind die Hunde jetzt überall? Gleich wieder da. So, wir sind jetzt hier drin. Wir müssen jetzt rechts runter. Dann kommen wir die Treppe hier runter. Okay. Mist. Nicht, dass sie uns anfangen. Oh. Wo ging es hier hin? Ah, da müssen wir erstmal lang. Nee, ist nix. Nix. So ein schöner Respawn wäre gut. So, ich glaube, der Schlüssel ist jetzt aufgebraucht, ne? Ja, Schlüssel ist jetzt aufgebraucht. Und gucke mal da, wir haben den Spielplatzschlüssel gefunden. Also wir hätten so oder so hier hingemusst. Sehr gut. Das heißt... Ja, wir können jetzt eigentlich hier gleich durch und dann wieder rechts halten. Da waren wir schon. Okay. Hier. Und hier war der Safe. So, 7 links. Zwölf rechts. Achso. Ach, da unten ist es. Eine Sicherung haben wir gefunden. Stage sind wir ja.
Peak. Ah, wir müssen wieder zu der Sicherung zurück. Und zwar, hier ist aber noch nicht alles erledigt. Hier fehlt ja noch, glaube ich, was, ne? Hier brauchen wir irgendeinen Code, einen anderen. Damit wir hier rankommen. Okay. Wir müssen zur Kanalisation. Oh, sieht anders aus jetzt, ne? Wahrscheinlich wegen der Beleuchtung. Wir müssen hier nochmal hin. Oh Gott, wo waren das? Wir hatten hier unten nämlich die Sicherung genommen und irgendwo haben wir sie eingesetzt. Frag mich nicht wo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Aber es würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Lass mich mal gucken, wo können wir jetzt hier hin? Hier haben wir eine Sache noch nicht erledigt. Wir gehen jetzt hier vorne durch, die Grip and Camera Department. Hier, ne? Nee. Da. Nee. Da. So hat's geklappt. Ein Schuss, alle weg. Hier drüben ist noch was, das Scenic Department. Da kommen wir aber noch nicht hin. Nee, da... Wahrscheinlich nur mit einem Secret. Und dann... Rechts rum. Ach, da ist der Hund. Ach. Du bist hier Hunde irgendwie loswerden. Oh, gleich hinterher. So, der steht jetzt da drüben. Ich hoffe, der geht uns nicht auf die Nüsse. Jetzt eigentlich hin. Ich wollte doch in den Keller. Um in den Keller zu kommen, muss ich wohin? Kann ich auf die Schnelle in die Kanalisation mit dem Fahrstuhl fahren über den Gartenbereich. Und zwar hier über die 4. Na? Dann könnten wir vorher nämlich noch in die Stinks rein. Okay, gut. Plan. Ja, müssen wir. Oh, 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 oh. Ich glaube, das sind uns her. Aber überall. Einmal vorher speichern, ja, ne? Safe is safe, sage ich da immer. Steht mir zu dicht. Wer, du kommst hier hinterher. Wach's dir. Bleib da. Ich bin auch gesund. Bleib da. Ist da eine Tür? Nee. Ach du Scheiße, was ist das? Sieht so aus, als ob die Dübel in diesem Eimer hier reinpassen.
Wieso muss ich Fotos gucken? Hier sind Farben oben. Was mache ich denn da? Diese Fake Jump Scares. Haben wir auch noch da. Wo waren das? Da war doch auch noch irgendwas, irgendwelche zwei Hälften. Oh. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Da müssen wir ja auch noch rein. Oh. Aber was machen wir hiermit? Was machen wir hiermit? Ah! Ah! Ja, jetzt, ja. So, ich sehe aus dem Turm heraus, sehe ich jetzt den da, ne? Genau. So, das heißt, hier ist er. Und wir sind jetzt wo? Im Hauptturm. Nervt. Hier ist Grünhaar. Da. Hammer. Postmann ist ganz rechts außen. Das ist unten vor der Tür. Dazu muss ich an den Hund wieder vorbei. Na toll, schön Schrank auch. Von hier kann ich nichts sehen. Mist. Tut das Not, dass der Hund hier langläuft oder so? Ey, der kommt hinterher! Das ist nicht in Ordnung. Okay, da ist Fred der Baumeister. Hammer Time, okay. Hammerheim und Vogel. Bumps, die Waffe nicht ab. Oh nein. Okay, der Rest ist doch hier dann nur Zufall. Yesas!
Ich hab den Unkrautvernichter. Ich kann jetzt nach unten gehen. Ich hab den Unkrautvernichter. 6 ist das Greenhouse. Wir können. Nee, nicht da. Achso, buh. Ja. Wir müssen leider einmal an dem Hund vorbei. An dem einen. Hier kommen wir nicht raus, ne? Nein, shit. Ich habe keine Munition mehr übrigens, ne? Ah. Und jetzt sitzt er wieder. Ich habe nur noch 2 Schuss. Und wir müssen an den Hund vorbei, oder? Bis darüber. Was ist, wenn man keine Munition mehr hat? Ist doch dann ein bisschen ungünstig, oder? Gut. Dann lasst uns mal gucken. Garten. Wir haben hier eine Anweisung. Gib die folgenden Zutaten. Ja, ist gleich hundemüde. Genau. So, Zettel. Aufklappen. Was zu schreiben nehmen. Ich weiß nicht, wie... Ah, nee, ich glaube, das sind die Zutaten, die wir haben. So. Rot. 1 bis 2. Grün. 1 bis 2, blau, 3 bis 4, grün, 2 bis 3. Gucken wir mal. Ich habe nicht gespeichert, ne? Gespeichert auch nicht. Das sind die Knöpfe. Wasser aufdrehen. Rot 1 bis 2. Grün 1 bis 2. 2. 1, 2. 1, 2, 3. Jetzt läuft Wasser. Ah, hier, okay, okay. Da-da! Jetzt haben wir Suppe. Damit können wir nämlich den einen Fahrstuhl wieder öffnen, ne? Ne, nicht Fahrstuhl. Wo war das? Was hier? Nee, im Hotel. Wir können jetzt ins Hotel gehen. Damit. Aber vorher, bevor wir ins Hotel gehen. Was war das? Achso, das leuchtet da durch. Gehen wir wieder zu 4 und fahren runter. Das Schlimme ist, wir haben echt keine Munition mehr. Wenn ich wüsste, wo ich die Sicherung reingedreht habe. So, hier erstmal... Die Schlüssel können wir verstauen, wenn wir Platz hätten. Wo ist der Sicherungskasten? Wo ist der Sicherungskasten? Das ist ein Sammelsicherungskasten. Da war einer. Wo war der Sicherungskasten? Warte mal, wo war der Sicherungskasten?
So, wo ist der Sicherungskasten? Kleiner Moment. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ja, haben wir gemacht. So, was ist das jetzt hier? Public Park, genau. Das. Batterie haben wir. Haben wir reingepackt. Developer haben wir. Haben wir. Playground, das haben wir auch. Das haben wir jetzt gemacht. Wir sind, wenn ich das richtig sehe, eigentlich fast vom Ende. Deswegen sollen wir die Secret Stage 5 machen. Aber dazu müsste ich wissen, wo die verdammte Sicherung ist. Warte mal, wo waren die Sicherungen? Weiß das einer von euch? Nee, ne? Ist zu lange her. Ich guck mal hier in dem anderen Teil. Wo war die Sicherung? Sicherung bei Ray. Halt. So, halt. Mach das Ding zu hier. Ich will es nicht haben. So. Nee. Ich will nicht next, ich will den davorigen Part haben. Da ist der vorige Part. Race Part. Find the Breaker Box. Wo ist die Breaker Box? Power Source, Punch Card. Punch Card Poxel. Ah, warte mal. Check the surface. Red Lit Corridor. Warte mal. Ein roter Raum. Oh Gott. Wo war der rote Raum? Das hier, ne? Ich glaube, das ist hier hinten. Okay, wie kommen wir da hin? Wir müssen geradezu durch. Oder wir gehen hier hinten drüber, was uns am günstigsten bringt. Ja, Ziel. Ich glaube, wir gehen durch die Tür. So, dann hier durch. Aber ich glaube, hier wartet irgendwo einer auf uns. Ich höre zumindest einen. Hatten wir den schon gefesselt? Ja, hatten wir. Sehr gut. So. Das war der normale Sicherungskasten. Den haben wir schon. Das ist verkehrt. Bin ich falsch abgebogen. Das war der andere Sicherungskasten. So. Genau. Den haben wir schon gemacht. Klar, dass er da oben steht. Shit. Oder wir müssen uns treffen lassen. Oder wir lenken ihn ab. Warte mal. Oh. Wir können ihn nicht ablenken. Verdammt. Okay. Wir können ihn ausmanövrieren. Guten Abend, Holmage. Speichern. So, wir sind jetzt hier. Hab ich hier das richtig? Ja, so. Jetzt ist die Frage, wo bin ich rein? Ist wahrscheinlich die falsche Seite, ne? Nein, ist die richtige. Mist. Es geht nicht anders. Er muss weg. Ich habe nur einen Schuss. Da ist er.
Sewers. Wir haben einen neuen Code, den wir aber nicht da bekommen haben, sondern den haben wir in Stage bekommen. Da. Peak Stern Karo Herz. Peak Stern Karo Herz. Peak Stern Karo Herz. Peak Stern Karo Herz. Peak. Oh so, sollten wir auch setzen. Peak Stern Karo Herz. Und damit ist jetzt die Tür auf. Yes. Bitte gib mir Munition. Lobster. Auf alle Fälle haben wir eine heilige Handgranate. Und das war's? Das war's. Oh oh. Wo geht's jetzt lang? Erhalte Zugang zu Bühne 5, ist das Achievement gerade. Haben wir gespeichert? Ja, ne? Oh, yeah. This is more like it. I could use a vacation. Oh, das hört sich aber an, als bräuchte ich hier Munition. Ach du Gott, das ist ja riesig. Ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so Viecher. Und ich dachte, ich schau mal rein, wo ich doch gerade da bin. So, wo sind wir denn jetzt? Wir haben dafür keine Karte. Ach du Kacke. Was ist da oben los? Ich glaube, von hier oben können wir wenigstens runtergucken. Einen sehe ich da oben. Zwei. Aber wahrscheinlich drei. Ach, das ist die Karte für die Schatzinsel. Das Setting. Nee, ist bloß der Schatten gewesen. Ich glaube, hier können wir bloß einmal ums Set rumlaufen. Wobei, nee, da hinten geht's links rum. Oder? Nee, ist der Schatten. Täuscht. Wie kannst du bloß hoch um... Da ist irgendwas... Bewegt sich aber nicht. Da. Habe ich schon erwähnt, dass ich Munition brauche? Oder aber ich lock die weg und muss rennen halt wie ein Held. Vom Erbsenfeld. Naja, eine Tür ist hier oben, aber ich meine, so ein riesen Rundgang für nix, weißt du? Ey, wir haben eine Taschenlampe. Bin ich jetzt im Außenbereich wahrscheinlich? Bin ich irgendwo sichtbar? Hotel, nein, Kanalisation. Nee. Ich klicke den jetzt nicht an. Wehe, das ist das, was ich wieder denke. Ich merke mir das doch nicht. Ah, okay. Ja, kann ich aber nicht spielen. Wird sofort geclaimed. Ach, guck mal, wir können jetzt über die ganzen Sets laufen. Guck mal, wir sind jetzt hier. Ui. Und so schließt sich der Kreis. Cool. Wieso bin ich hier runtergesprungen? Oh, nee.
Bleiben, Kleid. Nein! Warum? Warum bin ich? Ich will doch hier gar nicht hin. Hä? Da war ein Secret-Menü gerade eben. Wer hat gespeichert? Oh, wir müssen es nochmal machen. Hm, tut mir leid. Die können wir leider nicht ausspielen. Und es gibt keine Moon. I learned my numbers when I was a kid. Welcome, welcome. Oh! Was hat sie gesagt? Peak. This is more like it. I could use a vacation. Ich guck mal, ob wir hier irgendwie was machen können ohne und auch Munition bekommen, ne? Vielleicht hätte ich noch ein paar Klebebänder mitnehmen sollen. Ein runder Steckplatz. Nein! Ein Edelstein habe ich gefunden. Lass mich raten. Okay. Wir müssen Edelsteine finden. Wahrscheinlich ist es in jedem Bereich einer zu finden. Nee, das ist eine Flasche. War hier hinten versteckt. Wir haben irgendwas von da oben gesehen, ne? Ein Edelstein. Da war es das, was wir gesehen haben. Okay, gut. Vielleicht hält sich das ja in Grenzen, was wir hier machen müssen. Können wir hier durchs Wasser laufen? Ah, nee, ich dachte es... Oh, nee, doch nicht. Das war bestimmt Long John oder so, ne? Lange Arme hat er ja gehabt. Kommen wir hier irgendwie... Oh, danke. Wir haben noch ein bisschen Schussbonus über, das ist gut. Nein! 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
Wir könnten ein paar Münzen verschwinden lassen. Warte mal. Acht. Ach, ich kann die auch wegwerfen. Also ist es ja nicht, ne? Tut mir leid. This'll bring him to a full stop. Finde den Schlusspunkt. Ja, ich muss den Schlüssel irgendwie wegpacken. Tja, Leute. Oh. Hanks Erfindertagebuch. Diese nenne ich Schlusspunkt, weil sie letzte sein könnte, die ich entwickle. Ich glaube aber, dass sie mein bestes Werk ist. Die Munition musste ich direkt in den Korpus einbauen, sodass man sie nicht nachladen kann, ohne das ganze Ding zu zerlegen. Aber sie sollte so ziemlich alles aufhalten können. Nee, leider nicht. 999 Schuss Munition. Also sinnig einsetzen. Also vorher die anderen kaputt machen. Cool, die Löcher da hinten scheinen durch. Das sehe ich jetzt erst. Gut, vorher machen wir erst die andere Munition. Klar. Hier ist sogar zu. Geheimer Raum. Oh. Das heißt, wir bewegen uns jetzt Richtung Hotel. Nee, lass mal. Now I got sand in my boots. Puh. Oh, oh. Ah. Zum Glück. Da können wir jetzt so schnell speichern. Oh, super Idee. Speichern ist immer super. So. Wir haben zu viele Tränke, sehe ich gerade. Das ist scheiße. Viel zu viele Tränke. Ich will nichts wegwerfen, aber ich kann mir nicht vorstellen. Nie. Ich will mich überraschen lassen. So, ich schmeiß mir jetzt irgendwas weg. Wir haben noch genug Münzen hier. Ich habe nämlich keinen Platz. Hä? Habe ich die Sicherung nicht benutzt? Doch. Ich glaube, ich muss das Ding auch noch mitnehmen. Wo kommt denn das hin? Nee. Bist du beruhigt, ja? Ja. Haben wir jetzt davon, bis wir wieder laden. Na toll. Stell dir vor, das Safe Game wäre kaputt. Na denn aber. Was glaubst du denn, das Ding neben den Safe? Ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Kann ich es mal wegpacken? Ich habe keinen Platz. Ich kann nicht mal mehr heilen. Neben dem Safe? Sicher? Ach, meinst du in dieser Dings danach? Aber dazu brauchen wir erstmal den Code. Kann das der Code sein?
was kann ich denn... Ich schmeiß jetzt die Münzen weg. Sorry, aber... Ich brauch den Platz. So. Nein, So, dann haben wir mindestens drei erstmal wieder frei. Gut. So, du... Aber... Ich habe doch keinen Platz mehr für die Schlüssel. Einen Schlüssel habe ich doch weg. Das sind doch immer Zweierschlüssel. Ich habe doch keinen Platz für die Schlüssel. Oder meinst du, das hier nochmal wegwerfen? Na toll. Oder machen wir es so. Warte mal. Verstecken. Nehmen. Haben wir noch einen Schlüssel? Nö. Aber die Dinger können wir verstecken. Brauchen wir nicht mehr. Können wir das hier verstecken? Nein, kein Platz mehr. Damit sind wir durch. Ich weiß nicht, ob man... Naja... Machen wir es einfach. So, das weiß ich nicht, ob. Die letzte Schrotschuss. So, verstecken war. Verstecken war. Dann muss es jetzt erstmal reichen. Ah, das hier. So. Könnte das der Code sein? Raute und dann das? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich muss aber... Speichern nochmal ab. In der Hoffnung, dass nichts kaputt geht. Und dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Dadurch können wir in den Garten raus. Hier. Denn wir müssen irgendwie, oder können wir leichter... Ist der einzige Weg, wie wir hier rein und rauskommen. Aber hier ist auch noch irgendwas, ne? Da kommen wir aber nicht mehr hin. Zumindest nicht von der Seite aus. Sondern nur über den Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl aus der anderen Ecke. Hier haben wir noch irgendwas nicht eingesammelt. Okay. Von hier am besten über die Treppe. Also dadurch. Okay, den kann man...
Okay, den kann man gut umsteuern hier. Jetzt da drüben lang. Aber was machen wir mit den Hunden? Ich gehe jetzt erstmal hier draußen hin. Das heißt, ich muss am Hund vorbei. Auch hier müssen wir am Hund vorbei. Oder wir lassen uns einmal kurz beißen oder so. Wir könnten auch probieren. Okay. Oh, warte mal, da drüben. Da sind zwei Kisten. Na toll. Index verwenden. Ich habe den letzten Schuss verballert gegen eine Bombe. Oh, nee, ne? Schwitz. Ich gehe mal erstmal nochmal hoch. Ist ja, denkst du, das Spiel ist fast zu Ende und dann kommt da nochmal ein Kilometer. Oh. Dann geht dieser Strahler an, der dann irgendwas macht. Jetzt haben wir erstmal die Tür auf. Kann ich das trotzdem wieder umschalten? Ich meine, den Schalter... Jetzt nicht. Na, Vogel? Hm.
die Tür zu? Ah, jetzt ist die Tür hier unten offen. Ja, aber hallo! Ja, aber hallo! Ja, komm zu Papi. So, wir sind von da reingekommen. Haben natürlich hier keine Karte für. Wir können hier durch und wir können da durch. Ich gehe erstmal hier durch. Mal gucken, was hier kommt. Wenn ich wüsste, wo wir sind. Ach, hör auf. Alle Schalter umlegen, okay. Guck mal hier. Stage 4. Wo kommt... Wo kommen wir denn da raus? Wo sind wir denn? Was haben wir hier noch zu mitnehmen? Nix. Nix. Ach, nur das Panzer. Jawohl, ja. Und das hier, ne? Die Blaupause? Ne. Jetzt aber, ne? Jetzt können wir das hier aktivieren. Ich gehe kurz durch. Oh, die ganze Tür vom die Tür vom Anfang. What? Learn the alphabet? What's the alphabet? Das ist schon krass. So. Ach, guck mal, wir sind hier in dem Bereich. Ich verstehe. So, dann können wir das hier mitnehmen. Ist noch was da? Hier nicht. Genau, hinter den Kulissen. Auch da muss man mal ab und zu hinschauen. Okay, ist erledigt. Wir können jetzt nämlich hier durch. Aber du sagst ja, den einen Schalter, meinst du jetzt den da? Das ist der Schalter, der macht nichts anderes. Der Strom geht entweder nur nach rechts rum, ist erledigt. Jetzt geht er nach links rum und geht zu diesem Teil. Wir haben, glaube ich, alle Konstellationen durch. Jetzt wäre das Tor aufgegangen. Ich meine, ich kann jetzt oben noch mal versuchen. Weil er schaltet ja jetzt auch nur. Wir sind jetzt hinten nach rechts. Das heißt, er hat jetzt nach oben umgelenkt. Nach links. So. Nee, zum Tor umgelenkt. Und das andere Kabel geht hier hin. Und wenn ich dann das Kabel, was hinten reingeht, zur Lampe schalte, meinst du, ne?
Jetzt ist da oben bloß Licht an. Aber du siehst, der sprüht Funken. Der ist kaputt. Ich glaube, da passiert nichts weiter. Ich glaube, die Lampe ist einfach kaputt. Und hier ist nichts weiter machbar. Die Karte sagt doch, ist alles schick. So, dann speichere ich nochmal, dann gehe ich durch das große Tor durch. Hier könnten wir jederzeit 3 Index verwenden und wir bekommen eine Bombe. Ich probiere es einmal. Okay. Nein! Das war das Hundefutter. Ich glaube, wir haben einige Bomben. 1, 2. Puh, wir brauchen ein bisschen mehr. Okay, sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das... Das ist eine Sicherung, aber die haben wir doch benutzt. Ach, ja klar. Das ist die, die übrig geblieben ist. Stimmt. So, dann bewegen wir das Trinken hier hin und das bewegen wir hier oben hin. Dann haben wir einen 6er Platz frei. Speichern schnell ab. Nehmen das Hundefutter mit und legen dann die Hunde lahm. Guck mal, hier drüben ist nämlich auch... Jetzt ist das hier offen. Aber wie kommen wir zu den Hunden? Hier gar nicht. Wir müssen komplett rumlaufen. Ah, wir müssen komplett rumlaufen. Okay, das machen wir. Das machen wir. Wenn wir damit den Hunden helfen können... Wir haben ja bis jetzt allen geholfen, ne? Wobei das... War das story-relevant? Ja, doch, das war story-relevant. Den einen müssen wir aber hier wegbrezeln. Aber der ist ja nicht für immer weg. Und dann hörst du es bloß hinterher schleimen. So. Da hinten. So sind sie lästig, genau. Muss ich vielleicht irgendwie noch einen Gong schlagen oder so? Oh! Oh, die haben 6 Beine! See, you're not so bad after all. Ich meine, die waren gar nicht sauer oder böse, die waren nur hungrig. Ich meine, wer kennt's nicht, ne? Und Hunden gibt man nun mal halt keinen Snickers. Gordon hat den Hunden geholfen. Eines Hundes bester Freund, ja. So bin ich halt. So bin ich. Gut.
Ich würde mal sagen, dass... wir können ins Hotel. Na, nicht weinen, nicht weinen. Alles gut. Es sind nur noch die Puppen, die uns immer angreifen, ne? Wieso, was fehlt mir denn hier? Ach so. Ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Ist ja noch rot, ne? Müssen wir doch wegmachen. Hier ist die Batterie. Tada! Erledigt. Nee, alles gut. Ja, echt, ey. Nie eingesammelt. So. Mit O. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier überall hinkommen. Hier nicht. Na toll. Ich glaube, da hatte ich meinen Dings bekommen, ne? Meinen einen Riegel. Ich brauch die. Ich hol die Feuer. Ich brauch die Masken. Dazu. Mensch. Dazu brauchen wir. Nee, oder? Ja, nee. Die Masken. Wo waren die Masken? Hilf mir mal kurz. Da im Statue-Raum. Im Statue-Raum. Room. Raum. Raum. Da haben wir 4. 5 sind da oben. Das heißt, wir kriegen noch eine Maske. Das Coole ist, im Statue-Room. Da ist ein Speicherpunkt, wo wir das ins Inventar schmeißen können. Aber nicht ins erweiterte Inventar. Verdammt. Ah, irgendwas ist auch immer. Hier könnten wir wieder unten in die Kanalisation. Ich verstehe. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Da ist nur noch das hier für 100%. Wo ich aber nichts gefunden habe bisher. Naja. Wir müssen... nach oben. Okay. Ich muss ein bisschen überlegen hier. Manchmal muss das sein, dass man ein bisschen überlegt. Nee, das geht durch die Küche. In der Küche sind die Viecher hier, die Fraggles da, die kleinen. Thank you.
Es ist natürlich sehr viel Backtracking, aber es sind, also, ich glaube, das ist eine Art Hommage an, Dingensbummes hier, ne? So, wie sieht mein Inventar aus? Schlecht. Eine Maske können wir schon mal mitnehmen. Sie haben recht. Falsche Tür. Falsche Tür. Ach, Fraggles war cool. Ich habe bloß sehr, sehr knappe Erinnerungen daran. Shit. Ja, gut, neu aufgelegt, okay. So, wehe, ich brauche die dann hier. Dann wird's aber... so. Zwei kriege ich hier auf alle Fälle rein. So. Kriege ich bloß eine. In der Form zumindest nur eine rein. Verdammt. Aber warte. In der anderen Form kriege ich zwei rein. So. So. Da kriege ich eine. Gut, das könnte klappen. Das könnte klappen. Komplett neu aufgelegt? Nee. Doch, komplett neu aufgelegt. Oder ist die Frau die amerikanische Version? Okay, cool. Ich fand es ja cool, dass sie für die unterschiedlichen Märkte, ne, unterschiedlichste Zwischenszenen hatten, ne? Also die Charaktere. Die menschlichen Charaktere. Hier der alte Herr. Mit seinem Hund. Da. Nee, war schon richtig. So, eine kriegen wir versteckt. Und dann müssen wir das umschichten in die andere dann nachher. Wie war das hin? Och. Das nur, weil wir sie brauchen. So. Scheiße, wir müssen ja erst, wir haben bis jetzt nur eine einzelne Stelle, wo wir hier auch irgendwas übersehen. Gut, das muss ich jetzt aber nicht machen, die 100%. Aber wir müssen, nochmal in dieses freie Gelände,
wo die zweite Dingens steht. Wir müssen umschichten. Da drüben, da. Und wenn wir umgeschichtet haben und wir brauchten im Hotel. Haben wir da? Ah doch, hier, ne? Da. Im Hotel haben wir nämlich doch nichts, wo wir die Dinge aufstellen können. So, ich würde jetzt erstmal. Verstecken. Verstecken. Das haben wir doch jetzt. Ah, nee, haben wir noch nicht. Siehst du, das verschwindet noch. So, hiervon haben wir 2 Schuss, 3 Schuss. Die könnten wir doch schon. So, dann nehmen wir die 3 Schuss und die verstecken wir erstmal. Dann haben wir genügend Platz. Hier sind 4 Schuss drin, die bräuchte Mike nicht. Da sind 16. Hier, so, dann verstecken wir die hier. Ich denke mal, damit kommen wir klar. Halt. So, und die Bombe verstecken wir. Jetzt können wir nämlich alle mitnehmen. Nee, andersrum. So, so. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir die zumindest schon mal oben hinlegen, in irgendeiner Reihenfolge. Hauptsache, die stecken dann da dran. Dann ist unser Inventar frei. Und wir kriegen hoffentlich dann irgendwie einen Hinweis, wie wir die setzen müssen, zusammen mit einer 5. Maske. Oder aber die müssen genauso gesetzt werden. Aber mit Schorsch haben wir nicht. Ich glaube, dann gehen hier die Türen auf irgendwie. Warte mal. War das? Hä? Ah, ich glaube, der Hinweis, der stand da auf einer Tafel, ne? Off Limits. Ich glaube, das kommt hier noch. Aber dadurch, dass wir sie hier platzieren können, bin ich mir ziemlich sicher, haben wir hier noch irgendwie wie eine Art Secret oder so, was wir lösen können. Es fehlt bloß eine Maske, die wir noch nicht gefunden haben. Aber wir haben ja das Ding dann noch. Finally, let's get this done. Oh Gott, hier oben haben wir sie auch noch mal. Oder? Sind die benutzbar? Nein, zum Glück. Ja, die ist auch weg. So, da sind wir reingekommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ganz oben, wa?
haben wir bloß einen einzelnen Durchgang. Ist aber wieder ein ganz anderer Stil hier. Ich brauche gar nicht gucken, wir haben hier keine Karte. That music's gonna drive me crazy. Oh Gott, Puzzles finden. Ich dachte, das Spiel ist fast zu Ende. Ralph, bist du's? Okay, weiter geht's. Well, looker here. Mommy must be proud. Oh nein, sie ist verschlossen. Irgendwann wird die Puppe aufstehen da. Ach, hör auf. Wo sind meine Socken? Fisch, 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 Fisch. To do. Meine Katze finden. Wie geht's dir? Ach, das ist Dingsbums. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich es gesehen. Spiele. Switch Game. Jump Game. Car Game. Ich hab's gleich durchgespielt. Ist ja putzig gemacht. Login. Cam. Ich hab keine Ahnung, wer Figge ist. Sounded like that came from the other room. Aber ich hab'n abgezogen. Ah! Links unten Mitte, 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 links. Ach, so ein schönes Spiel. Oh, der nervt, der Typ. Nichts drinnen. Aha. Hier könnte etwas platziert werden. Ja, wo ich Car Game gesagt habe. Es gibt nichts zum Kleinhaken. Nein! I was never good at cooking. Was haben wir denn bekommen? Tomatensuppe, eine Tomate und Milch.
Ach, wenn ich die einzelnen Zutaten backe. Nicht hingucken, 20 Sekunden. Topf fertig. Oder muss ich raus aus dem Raum? Okay. Eins haben wir schon. Aber wir haben nichts anderes, ne? Wir brauchen doch irgendwelche anderen Zutaten. Milch und eine Kiste. Ach, das ist Müll. Gut, dann gehen wir mal in die anderen Räume. Vielleicht kriegen wir da noch was. Und ich dachte, wir sind gleich fertig, Mann. Als ich hier öfter lang muss. Kann ich da auch einen anderen Schlüssel reinpacken? Meine Kunst, okay. Wehe, ich brauche hier einen Schlüssel, die ich alle weggeworfen habe. Glaube ich aber nicht. Das wird irgendwas anderes sein. Ach, wir backen und kochen uns einen Schlüssel, damit wir hier reinkommen. Das... Ah, und hier müssen wir den Schlüssel stecken. Nee, wir müssen uns einen Schlüssel backen. Deswegen können wir da einen lila Schlüssel produzieren. Aber wo kriege ich die Ingredienzien? Den packen wir mal weg. Meine Nase juckt. Aber wir haben ja noch eine andere Tür da drüben. Ich vergaß. Gleich links lang hier. In
International Arnolds Fantasie Penthouse Abend. Als Ricky eintritt, herrscht in Arnolds Penthouse das reinste Chaos. Umgeworfene Möbel, von der Wand gerissene Papptafeln und auf dem Boden liegende Kunstwerke. Arnold steht in der Ecke und wühlt in seine Kiste. Arnold, was ist hier los? Suchst du etwas? Arnold blickt auf. Katze! Du hast deine Katze verloren? Hast du überall nach ihr gesucht? Ja! Hast du in der Küche nach ihr gesehen? Im Schlafzimmer? Auf der Terrasse? Arnold nickt. Er schlurft zum Klavier hinüber und hält Ricky ein Notenblatt hin. Ich Lied geschrieben. Verstehe. Ich nehme an, du willst, dass ich das singe? Anstatt zu antworten, beginnt Arnold auf dem Klavier zu spielen. Ricky singt das Lied. Klagelied für Katze. Meine Katze ist weg. Ich bin traurig. Wo bist du, Katze? Katze, 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 Katze. Du bist nicht in deinem Bett. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Es gibt nur einmal Limonade. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Kriegen wir denn das Zeug her? Ach, nee. Alter. The mail comes every day. I look out the window waiting for the moment it appears. And then when it does, I rush outside to see what I got. Sometimes it's little pieces of paper. Sometimes it's big boxes. No matter what, I always open it immediately. My favorite new pair of socks, I got it in the mail. A letter from a dear old friend, I got it in the mail. An assortment of the best bugs in the world. Ach, das ist die Mikrowelle. Okay. Ach, das ist die Mikrowelle. Milch in die Mikrowelle gibt Käse. Ach, hör auf. Käse mit Messer ist eine Banane oder sowas. Wir haben alles da. So, Banane haben wir. Jetzt Ketchup in die Mikrowelle. Wir haben alles. Ich dachte, ich suche die Kiste noch, weißt du? So, jetzt packen wir das alles schön in den Kühlschrank. Das ist jetzt der falsche Schlüssel. Das ist der richtige. Nee, hier ist die Katze. Mit drei Augen. Thank you.
Hier sind die Bilder. Oder ein Bild zumindest. Hier. Moment mal. Moment mal. Lunch is my favorite meal of the day. I always eat the food that most represents how I'm feeling. Schade. Ich dachte, da ist irgendwas hinter. Dann gehen wir mal... Speichern kurz. Und gehen ins, in den vorderen Bereich da wieder rein. Links im, neben einem Raum, den wir da aufgemacht haben. Sleeping can be the best part of your day. I always start by getting ready for bed. First, I get my PJs on. Get off of me! You can put any of your favorite condiments on your toothbrush. Then I start brushing. Ich bin jetzt erschrocken. Okay, der Schlüssel, der lila Schlüssel ist jetzt aufgebraucht. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich muss hier wahrscheinlich nochmal durch. Hä? Im Raum ist da nichts. Oder bist du ins Wasser? Warte mal. Nee. Willkommen in den Backrooms. Das Winterlied der Puppen, der achte Film, der Meine freundliche Nachbarschaft-Reihe spielte, am Feiertagswochenende nur 1,4 Millionen Dollar ein, womit er weit hinter seinem Budget von 25 Millionen Dollar zurückbleibt. Kommen wir hier... Ich glaube, hier kommen wir wieder zum Teil. Ja. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Sehr gut. Jetzt gucken wir uns nochmal das Buch an. Mit der Reihenfolge von den Bildern, die wir drücken müssen. Liliana, Liliana. I've been Liliana since before I knew I was Liliana. Did you know my mother was also Liliana? We called her Liliana for short. She got her name from my grandma. So. I called Liliana, but my mom called her Liliana. Then there's Liliana. Das ist das erste. Das zweite. Liliana, 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 Liliana. Oh, die Viecher. Das dritte ist das. There's one that we threw in the dumpster. There's a dozen in a closet somewhere. There's even little parts of Liliana. Pieces of Liliana. Heads of Liliana. Eyes and ears of Liliana. Okay.
They're behind you. Und die Früchte. Over, under, around, inside and outside. Okay. Liliana! Liliana! In air! Liliana! Der Enzian ist 3, oder? Ach, das ist das Klavier. Hier wissen wir leider nicht, ob wir alles gefunden haben. Ne? Also, eins ist das hier. So, zwei ist das Vieh hier, das da. Drei sind die hübschen Bilderchens hier, das da. Vier sind die das hier. Und fünf ist das. Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, alles. Schade, ich dachte, ich treffe sie mit einem Schuss. Scheinbar, wenn die von den Buchstaben zusätzlich getroffen werden, erwischt sie mit. Ich weiß nicht, wer Piet Mondrian ist. Zumindest nicht jetzt ad hoc aus dem Kopf. If you didn't stop banging on the piano like that, my ears were gonna start bleeding. Play to what? No. Play to what? I can't read music. Get off me, you... Oh, jeez. Play. Okay. Ja, Mai. Sounds good, buddy. I'm gonna go now, okay? Gordon hat Arnold geholfen, da siehst du. Ach so, okay. Ich wusste es nicht. Herr Gerzwald, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Sendung Meine freundliche Nachbarschaft mit sofortiger Wirkung abgesetzt und die Produktionsfirma FMN Studios aufgelöst wurde. Sämtliche Vermögenswerte und Ausrüstung einschließlich der Puppenspiele und des Studiogeländes verbleiben im Eigentum der Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Alle Mitarbeiter haben bis Geschäftsschluss am Freitag, dem 22. Juli, Zeit, die Räumlichkeiten zu verlassen. Hochachtungsvoll, Lawrence Schwarzsohle, Vizepräsident für Programmgestaltung Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Fine. I guess I'll go out and do it myself. Oh, wir sind oben. Noch nicht. Achso.
Strohmann Kautzer. Emergency. Was? Nee, Nebuzaradan. Park. Oder Park? Toll, Schraubendreher vergessen. Oder nicht? Gordon, you don't have to do this. I don't want you broadcasting, Ricky. You're gonna hurt kids. Hurt them? Gordon, we want to help them. They need us. You need us. For what? For what? Gordon, look at this city. The buildings are dark and the streets are empty. No one knows how to be a friendly neighbor. It's a city of shuttered up hearts, and they need someone to let in the light! I don't think that's you, Ricky. You know why I think we got canceled? Why? Because people like darkness more than light. Why would they do that? Maybe it makes them uncomfy, because it shows how messed up they are. What are you talking about, Ricky? I'm talking about our show, Gordon! We show them how to be friendly, and they hate that because they're not friendly. I don't think that's the problem, Ricky. Really? Are you sure about that, Gordon? Do you really think the City Network suits care about anything except their bank account? Do you really think people won't take any excuse to ignore their own issues? Come on, Gordon. We both know. Deep down, you want to be friendly. Sorry, Ricky. Ricky? Shoot! 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 Okay, where are we? Okay. Ich dachte, wir sind fertig. Warum habe ich das hier eigentlich? Die Limonade.
Von Unruhe getrieben steige ich aufs Dach und dort über den Ruinen der Stadt sehe ich die Sterne, rein und schön und gar nicht weit weg. Irgendetwas in ihnen weckt eine vage Erinnerung in mir, als würde ich einen Blick in eine wundersame andere Welt erhaschen, die ich längst vergessen habe. Und während ich so in den Himmel starre, höre ich plötzlich eine Stimme. Etwas sagt, ich bin bei dir. Kann mich bitte jemand aus diesem Abgrund ziehen und nach Hause bringen? Can't go in there. It's so dark, I'll probably trip over a stage light. Ricky, I'm here. Oh, Gordon, thank goodness. So, what are they? Bad puppets? Oh, Gordon, I really hoped you wouldn't find out. It's so embarrassing. But we were all curious. What do you mean? We wanted to know what other shows had that we didn't. We'd never been allowed to watch television before, but after we got canceled, no one was around to stop us. Okay. So we turned on one of the old sets, expecting to see something amazing. But it wasn't amazing. It was mean. It felt like we were dying, Gordon. We all got a little twisted then, but some of us... Great. Then how do I get out of here? Well, there's an elevator somewhere. Should be at the end of that hall? It said it's locked down. Oh, that means you'll have to pull the security release. That's on the other side of their stage. No, of course it is. If I ever get out of here, I'm gonna make you into a hat, Ricky. Oh, I believe in you, Gordon. Just do your wham-blam fight the puppets thing. Give them the old ABC 1-2-3. Thanks for the encouragement. Ist das nicht Jackson's Five? Oh, wir haben eine Taschenfunzel. Auf geht's. Bitte sei nicht so dunkel, bitte sei nicht so dunkel. Es ist so dunkel. Ach du heilige Scheiße. Da ist der Hebel, den wir erreichen müssen. Ach du Kacke. Welche Waffe ist denn hier welche? So, wir nehmen erstmal die hier. Unfriendly Neighborhood. The Unfriendly Neighborhood. Bitte überfallt mich nicht. Ich bin nur ganz lieb. Ich muss mich überleben. Yeah.
Ja. Wurde die Zunge gefressen ohne Ende. Alter, Fede. Haben die das Set hier zerstört? Nee. Das ist ein anderes Set, ne? Das sieht doch aus wie... Ja, muss ein anderes Set sein. Okay. Hier kommen wir nicht rein, ne? Wehe, du kommst da runter. Hab mich schon gefragt, wann so ein Bosskampf kommt. Ich glaube, den hätten wir nicht umnieten brauchen, ne? Watze. Liebe Kinder. Ich muss euch leider mitteilen, dass dies unsere letzte Folge sein wird. Ich möchte mir einen Moment Zeit... Mach nur das auf, bitte. Oh, das bist du, JP. Alter, mach zu. Mami. Mami. Um euch persönlich eine letzte Lektion mit auf den Weg zu geben, an die ihr euch erinnern könnt, wenn wir nicht mehr da sind. Unsere Welt kann schwierig und beängstigend sein. Manchmal erkennt man nur schwer, was richtig und was falsch ist, denn diese Welt ist kaputt und wir sind es auch. Unsere Herzen sind hohl und dunkel, unfreundlich und es gibt nichts in dieser Welt, das uns wieder in Ordnung bringen kann. Keine Schönheit, keine Macht, kein Essen, kein Ruhm. Was wir brauchen, ist ein Licht jenseits unserer Welt, das Licht der Liebe, das Besitz von unserem Herzen ergreift und uns zu unserem wahren Selbst zurückführt. In unserer Sendung haben wir versucht, euch einen kleinen Blick auf dieses Licht zu geben. Die Botschaft, die ich euch jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist die folgende. Vertraut auf das Licht. Manchmal mag es beängstigend sein, manchmal mag es wehtun, manchmal weiß man nicht, was richtig und was falsch ist, weil Gut und Böse durcheinander gewürfelt sind. Und wenn das passiert, kann es sehr wehtun. Aber vertraut auf das Licht, denn das Licht wird euch aus der Dunkelheit führen. Schön. Haha! Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter. Ich denke immer, der ist wirklich im Discord gerade. Der Popcorn. So logisch. Was ist das dahinter? Es gibt keinen Strom. Ja, aber hallo. Okay, wieder Auferstehung. Besiege den Boss und entkomme der unfreundlichen Nachbarschaft. Good. I'm leaving. Yes, you should. Job well done, Gordon. Turned off our antenna and
and survived the unfriendly neighborhood. You're a handy man extraordinaire. Don't mock me, Ricky. Mock you? I would never. Oh, before you go, I was wondering if you'd do us a favor? Oh? You've been hanging around the studio. You know a little bit about our show. Spit it out, so Ricky. Cool. I was wondering if you'd help run our studio. What? See, everything's really old and falling apart. Really beyond our ability to care for. And on the personal side, I think it's obvious that we need a bit of a guiding hand. Are you kidding? Gordon, do I look like a sock that would kid? Ricky, I'm just a maintenance man. I don't know how to run a studio. Oh, I think you can handle it. It can't be that hard. Besides, look at how much you've helped us just since you got here. I talked to the other puppets. Reviews are dazzling. What if you end up like them? I don't think we're the ones you should be worried about, Gordon. Come on. Won't you be our neighbor? Ich bin für ja. Fine. We'll give it a shot. Oh, Gordon, I'm so glad. We will have such fun. I'm not living here, though. Well, we'll talk about that. Oh, Gordon, thank you. Thank you for being our friend. I am bursting at the seams. I must go tell the others at once. Tomorrow night, then? No. It's decided. Tomorrow night. See you later, Gordon. Arrivederci. Toodaloo. 23 Skidoo. Ciao. O'Brien, what have you done this time? I helped the neighbors get a slot on public access TV. It was late night on weekdays. I don't think anyone watched it. Within a couple of weeks, Word was starting to get out. Fox. Some people loved the show, some people hated it. That caught the network's attention. And by the end of the year, we had three channels going the same for the whole season. Yeah. Of course, after my boss found out I was involved, I got fired. Oh. But somehow, I feel a little hopeful about it. It's hard to describe. It's like you've been lost in a tunnel until suddenly a voice calls your name. And you turn around and you see the rising sun. And it's so bright, maybe it hurts a little to look at. But you don't care. Because it's leading you home. Aww. Tja, das war My Friendly Neighborhood. Und ich muss echt sagen, abgesehen von dem Generve der Puppen. Go back to the beginning. Das war My Friendly Neighborhood. Was wollte ich gerade sagen? Es war an einigen Stellen nervig, ja, mit den Puppen und den Gequatschen allen drum und dran, aber insgesamt
wenn wir noch die ein oder andere, was muss ich jetzt tun? Das liegt aber eher daran, dass man das halt nicht in Gänsefüßchen in einem Stück spielt, sondern wir haben es ja über, ich weiß nicht, jetzt 3 Wochen, die 6 Stunden, ne, gezogen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war, es war jetzt nicht gruselig in dem Sinne, sondern einfach nur so, nee, Jumpscare ist ja auch nicht. Weiß ich nicht, das ist so, ne, schwer beschreibt, oder schwer zu beschreiben. Aber Gameplay hat funktioniert, die Geschichte an sich hat in meinen Augen funktioniert. Liebevoll gestaltet, viele Parallelen, Anspielungen und wahrscheinlich war es, was heißt wahrscheinlich, ist es auch so gewollt gewesen, dass man halt so Resident Evil Vibes hat, ne, was die ganzen die Levelgestaltung und die Art und Weise, wie man sich bewegt, das Inventarmanagement, ne. Also mir persönlich, ich drücke mal eine Taste, neues Menü Sheets, wir gucken mal, was da drin ist. Ich hatte meinen Spaß und ich glaube, das ist das Wichtigste. Modi, Speedrun, freie Kamera, winziger Gorn, Veteran, lange Arme, Dreifachgegner, schnelle Gegner, gelenklose Rektols, Streifenhörnchenstimmen, andere Geschosse, Zeitlupe, Mega-Rohrzange. Freie Kamera. Muss auch gucken. I saw something. Felt something, maybe. So, überspringen wir mal. Weil wie lange es gedauert hat, diesen Zielspot zu finden, ne? Wir kommen gerade mit dem Auto an. Okay, last job of the day. What's this one about? Die Stimme ist auch cool vom Sprecher. Ja. Ah, jetzt. Disabled. Können wir auch wieder losfahren? Last job of the day is always the worst. I'm not leaving yet. Oh, okay. I just got here. Wie waren das? Wir waren erst ins Hotel gegangen. There's an elevator. Maybe it still works. Ach, das ist mit langer Arme gemeint. Oh, das ist aber gemein. The neighborhood. Überspringen es kurz, ne? So. Das war.
Ich vermute aber, dass hier... Ich glaube ja... Oh, wir kommen überall hin. Das ist ja cool. Das ist cool. Sehr schön. Aber dadurch, dass wir jetzt überall hingehen können, es ist auch alles freigeschaltet. Aber ich kann nicht schnell mich bewegen. Okay, es gibt keinen Strom. Wir konnten aber... Hey, who's that? Was? Entkomme? Ohne den Boss? Das war jetzt aus Versehen. Ich bin jetzt in der Nachbarschaft entkommen, der Unfreundlichen, ohne den Boss umzunieten. Das wäre das andere gewesen. Hätten wir nicht mit der Wumme... ohne diese... Das ist es. Ohne diese Machine Gun hätten wir niemals... Sorry, Ricky. I just don't think that's a good idea. Oh. Gordon, please. Everyone's counting on it. It's my final answer, Ricky. Fine. Be that way. Well, I guess it's time for you to go, Gordon. Adios. Hope you have a nice life as a bitter old man. Ach, wir sind im Slow-Mo-Modus. Das ist der Slow-Mo-Modus, deshalb. Deswegen sind wir auch so langsam unterwegs. Und ich sag noch, ich kann mich nicht schnell bewegen. Aber das andere Ende war wirklich besser. Aber ich gehe gleich doch mal rein. Das gönne ich mir gleich nochmal. Ich will unbedingt gucken, die anderen Bereiche, ob wir da irgendwas übersehen haben. Also die Türen oben bin ich mir ziemlich sicher. Da jetzt habe ich ein Büro mit Fenster, okay. But for some reason, I can't stop thinking about the neighborhood. For the next few months, I actually started watching the nightly news. Don't know why. Kurzsichtig. Maybe I just wanted to see if something happened. But nothing happened. And at some point, I got distracted. I forgot about it. Ist traurig. Wir haben uns richtig entschieden, dass wir freundliche Nachbarschaft beitreten und sie weiter am Senden unterstützen. Okay, warte mal. Ey, ist das mal... Alter, Musterspieler. Schließ das Spiel mit Rang S ab. Yeah, yeah. So. Warte mal, Modi... Speedrun mache ich mal zusätzlich an, okay. Wahrscheinlich können wir dann schnell rennen. Lange Arme lassen wir mal. Das lassen wir, aber das nehmen wir mal weg. Und das hier nehmen wir mal weg. So.
Neuspiel. Jetzt haben wir einen Speedrun-Slot. Und jetzt läuft ein Timer da oben. Der ist irrelevant. Ich will. So. Videosequenzen sind nicht Timer gesteuert. Das ist ja cool. Aber warum? Ich drück gerade. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Weil die Zeit wird doch eh gemessen. Okay. Last job of the day. What's this one about? Oder aber das ist, damit andere zugucken können. Das kann möglich sein. Disable the antenna. Sehr cool. There's an elevator. Maybe it still works. Ring. Okay, wir können uns immer noch frei bewegen. Gute Nacht, Lutanda. Ich flieg hier bloß noch ein bisschen rum. Ich will kurz mal gucken. Hey, who's that? So schnell konnten wir gar nicht gucken. Könnten wir hier jetzt... okay, ist nur leer. Mal gucken, was sehen wir hier draußen? Ist es? Nein, ist nicht das Areal, wo wir das aktivieren können. Das ist wirklich nur, damit wir sowas wie den Turm sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Okay. Schau mal. Was ist das? Nein, oder? Ey, die haben echt an alles gedacht. Na okay, wenn sie so einen Modus schon einbauen. Sehr schön. Schön. Ach ja, nee, es ist wirklich ein schönes, schönes Spiel. Ach so, das, die haben all das aufgebaut, was man hier aus dem Bereich sich angucken könnte. Können wir hier schon durch? Ja. That looks like an exit. Das ist herrlich. Die haben echt an alles irgendwo gedacht. Ja, es sind halt einzelne Szenen. Die einzelnen Räume sind halt für sich eigenständig, ne? Und wahrscheinlich hast du irgendwo dann noch... was versteckt drin? Aber komischerweise immer den Außenbereich. Ach so, weil man den sehen kann. Aber auch auf der anderen Seite. Warum? Da wäre doch gar nichts. Da haben sie aber trotzdem das immer noch. Wahrscheinlich haben sie das Modell einfach... Was ist das da? Immer nur drumherum gebaut, ne? Was ist das? Ich verstehe trotzdem nicht, warum da so viele Details sind. I learned my numbers when I was a kid. Here, let me show you how I learned. Hold your hands up in the air. Now, bring them down in front of your face. Wir kommen jetzt aber nicht durch. Wo gab es denn noch eine Stelle, wo ich gerne hingegangen wäre? Warte mal, wir haben jetzt... Es gab irgendwo einen Bereich. Hier oben beim CEO's Office. Da können wir mal probieren. Neighborhood passenger.
It's okay. That's why you should always try and make friends with friends who will forgive you. Okay, hier ist ein Parkplatz hier draußen. Aber den sieht man doch gar nicht. Oder doch? Nee. Und wir können halt überall durchlaufen, was ich gut finde. Das wird aber nicht das Gebiet sein, wo wir eigentlich... Doch. Was hat es hier mit auf sich? Ich glaube, dass der Dings sich da erschreckt, ne? So, jetzt sind wir erstmal hier, warte mal. Da ist auf alle Fälle hier der Crawl Space irgendwo. Aber wo? Achso. Ja, Blödsinn. Kommen wir ja gar nicht hin. So, wir müssen... Great. It's starting again. When you go to the park, look at all the wild animals. For birds, you can bring sunflower seeds. For squirrels, you can bring peanuts. For dogs, you can bring squirrels. For the sewer grate, you can bring yesterday's leftovers. We'd swap our arms. Then we would swap our legs. One by one, each piece was swapped. Sleeping can be the best part of your day. Das ist der Raum, okay. So, jetzt sind wir... in der dritten Etage und ich könnte in den Statuenraum. Okay, das würde schon ausreichen. Super. Mich würde es echt nicht wundern... wenn das mit den Masken auch noch irgendein Secret Room ist. So, ist hier noch irgendwas? Alter! Oh. Einfach mal so... Warum? Warum ist es da drüben? Weil man versucht, die Relationen zu bewahren? Warum ist es da? So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir beim Boss. So, jetzt gibt's einmal die. Wow. Would love to have a view like this. Aber jetzt ist er da. Ich glaube, das ist eines der Sheets gerade, ne, die das produzieren. Komischerweise, als wir hier aber reingegangen... Das ist doch eine ganz andere Szene. Ja. Hä? Wir können aber hier raus. Ich will jetzt hier nicht rausgehen, weil sonst... Warte mal kurz. What the? What the heck was that? Jetzt sind wir ver... Genau, jetzt sind wir wieder... Ich geh nochmal hoch. Interessanterweise ist hier dieser Riesenfrosch, aber sofort auf uns losgehen. Ne?
Da ist nichts weiter. Tatsache. Ist einfach nur der Bereich. Okay. Noch irgendwas anderes? Das sind keine Animationen an der Stelle. Okay, Gordon, what's next? Die Tür kriegen wir nicht auf. Oh, verstehe. Die kriegen wir nicht auf. Okay, die Kurbel brauchen wir auch. Also einige Sachen kriegen wir gar nicht hin. Weil wir dafür entweder keinen Schlüssel oder ähnliches haben. Gut zu wissen. Gut. Ja. Das soll's dann gewesen sein. Ein kleiner Ausflug. Gibt mit Sicherheit noch viele, also was heißt viele, aber einige Verstecke, die man sich doch angucken könnte. Im Hinblick auf Sheets, die man dann kriegen kann. Oder warte mal, vielleicht kann man doch. Hä? Warum macht man sich diesen Aufwand? Ach ja, weil wir, glaube ich, eine Animation sehen, wo wir so durchrutschen. Ist doch irgendwas anderes hier unten versteckt? Nee, ne? Gut. Ja, nichtsdestotrotz. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem anderen Spiel, logischerweise. Irgendwann die Tage wieder. Logischerweise fast jeden Tag. Danke fürs Dabeisein. Ne? Schlaf gut, träumt was Schönes und bis demnächst. Euer Firefox.